Ansonsten ist alles noch soweit in Ordnung. Piraten greifen euch an! Oh, nicht schon wieder. Lasst mich in Ruhe. Wenn ich erstmal Kanonen hab, sag ich euch, dann geht hier die Post ab. Ah, ich habe die Nahrungsmittel vergessen einzukaufen. Ist nicht schlimm. Machen wir halt anders. So. Noch ein Fischer mehr. Okay, das hat geklappt. Das ist alles wieder voll. Ach, ein Glück. Sind nur die Nahrungsmittel, die uns jetzt noch Ärger machen. Die wir unbedingt unterstützen müssen in ihrer Produktion. Wisst ihr was? Wir bauen auch einfach noch einen Jäger. Der kann sich hier hinstellen und dann fröhlich durch die Gegend schießen. Immer wenn einer da rauskommt. So wie der da. Oder auch nicht. So schnell kann sich das Ganze erledigen. Relativieren, sagt man auch. So, und mittlerweile müssten hier alle oder fast alle Bürger sein. Das bedeutet, wir brauchen noch Stein. Stein und Werkzeug, ganz wichtig. Kaufst du überhaupt noch ein? Ja, tust du. Und wir haben Werkzeug bekommen, wir haben Holz bekommen. Nur Stein müssen wir noch importieren. Also, Werkzeug raus, Holz raus. Und dann einmal runterfahren. Pass auf das Piratenschiff hier auf. Manchmal möchte man am liebsten heulen. Ich hoffe, ihr kennt das Gefühl. So, du bist noch fleißig Piraten am Machen. Greifen euer Schiff an. Aber du kannst jetzt erstmal aufhören. Muss gerade mal gucken, wir haben schon 5 Tonnen Eisen. Lass mein Schiff in Ruhe, mein Freundchen. ...16 Tonnen Stoffe. Wir kommen mit der Stoffeproduktion kaum hinterher. Das ist sehr schlecht. Also, noch eine Webstube. Und eigentlich noch eine Schaffarm. Bauen wir die hier hin. Das wird schon. Ich habe stärkstes Vertrauen zu euch. Warum mussten wir auch den Piraten den Krieg erklären? Warum? Ah, bin so blöd. Das nächste Mal mache ich es nicht mehr. So, Spannung genug gehabt, ehrlich. Oh, die Pest ist in unserer Stadt. Die Pest sucht eure Siedlung heim. Offensichtlich. Da ist sie. Und sie schwebt über den Häusern entlang. Hoffentlich geht der Arzt mal los. Den habe ich nicht umsonst gebaut. Genau für solche Fälle war er nämlich gedacht. Aber es sieht gut aus. Der Arzt hat sich schon eingedämmt, dadurch, dass er gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist. Und da ist er schon. Jetzt geht er nach Hause. Schiffsreparatur beendet. Wunderbar. Das wieder rein. Ja, die Stoffe. Es muss eigentlich reichen, Mensch. Wir haben 6 Schaffarmen, wir haben 3 Webstuben. Wenn das nicht reicht mit den Stoffen, dann weiß ich auch nicht. Dann veralbert ihr mich. So, können wir schon wieder ein neues Gebäude bauen? Nein, können wir nicht. Wir können noch keine Kanonengießerei errichten. Einkauf. Kanonen, Kanonen, da. Wie sieht's hier aus? Kanonen haben wir noch nicht bekommen, dann braucht ihr auch nicht weiter einkaufen. Ihr werdet sie sowieso nicht verwenden können. Wenn, dann müssen die unten rum. Ihr braucht Stein. Stein können wir holen. Stein ist nicht das Problem. 1, 2, 3, 4, 5. Na, ein bisschen mehr noch. Die produzieren genug nach. Auf halbem Weg werden wir sowieso nachher wieder angegriffen. Von irgendwelchen Piraten. Ich kenne auch mein Glück.
Ansonsten ist es hier wieder einigermaßen im Lot und wir können sogar den Leuten wieder erlauben, sich weiterzuentwickeln. Immerhin brauchen wir das Geld, wir müssen Kanonen kaufen. So, und ihr beiden dürft jetzt auch wieder anfangen zu produzieren. Denn wir brauchen Werkzeug. Und das nicht zu knapp. Er ist angekommen, juhu! So, hier müsste jetzt alles soweit entwickelt sein. Ich sehe jetzt im Moment keinen mehr, der noch als Siedler rumhängt. Das heißt, 400 Bewohner müssten wir hier schon fast haben. Sobald wir 500 haben, haben wir wirklich keine Probleme mehr. Höchstens nachher in dem Transportweg, falls ein Schiff kaputt geht und wir nicht genug Stoffe und so weiter hierher transportieren können. So, da geht die Kirche noch hin. Das heißt, hier setze ich ein Häuschen hin. Da kann keins mehr hin, nein. Aber hier. Okay, da kann noch eins hin. Und hier muss jetzt eins hin. So. Eigentlich wollte ich das für Steinmetz und sowas sein lassen, aber... So, weitere Steine sind da. Ihr braucht langsam wieder Stoffe, ein bisschen was von dem und Nahrung. Haben wir nicht schon genug Nahrungsproduktionsstätten hier? Ach. Den macht es anders, dann versucht über eine Rinderfarm. Genau, das machen wir jetzt. Wir nehmen hier die Bäume weg. Bauen eine Rinderfarm. Und einen dazugehörigen Schlachter. Eine Fleischerei, was nicht mehr geht, da wir keine Werkzeuge mehr haben. Also Einkauf von Werkzeugen, ganz wichtig. Und dann nehmen wir die Nahrungsmittel von hier unten. So, und euch wird gleich wieder verboten, euch weiterzuentwickeln. Ja, genau jetzt. Jetzt sind die Steine eh alle. Alle weg. Pass gut auf dich auf, mein Freund. Ich will nicht, dass du kaputt gehst. Fast 400 Bewohner auch an dieser Stelle. Das ist auch sehr gut. So, Stoffe. Einmal alle runter. Gewürze runter. Nahrungsmittel erstmal runter. Einmal hochbringen. Und wir werden hier jetzt weitere Nahrungsmittelproduktionsstätten eröffnen. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ja so gerne hier an die Ecke bauen, aber geht irgendwie nicht. Da hat es keinen Sinn. So, dann brauchen wir einen Weg. So. wo setze ich den denn jetzt hin? Manometer. Dann dahin. So, das müsste reichen, um auf jeden Fall hier die Nahrungsmittelproduktion zu sichern. So, ihr habt wieder ein bisschen was. Der Rest wird wahrscheinlich so produziert. Produced. Ah, und was machen wir jetzt mit dir? Mal gucken. Erstmal nehmen wir noch ein bisschen Alk mit. Der wird garantiert auch an anderer Stelle benötigt. 2 Tonnen Stoffe und 3 Tonnen Gewürze. Die werden wir gleich noch los und dann fahren wir erstmal runter. So, jetzt können die sich weiterentwickeln. Sie brauchen bloß mehr Holz. Dann wird es Zeit, dass wir runterfahren.
Ja, eine Tonne Stoffe noch. Zwei Tonnen Gewürze. Kriegen wir hin. Ansonsten die Nahrung. Mal sehen, ob die sich jetzt so langsam über Wasser hält. Halt, wir wollten ja noch einen Schlachter bauen. Der allerdings 6 Holz benötigt. Das heißt, Holz unbedingt holen. Wie sieht's bei euch aus? Ganz gut, ne? Ihr seid alle zufrieden, das finde ich toll. Hier können nachher noch weitere Gebäude hin. Ja, das sieht gut aus. Verkaufen wir noch irgendwas? Ja, Gewürze will ich nicht mehr verkaufen. Ich will noch ordentlich produzieren. Insgesamt haben wir hier sogar eine richtig schlechte Bilanz. Trotzdem wir eben diese ganzen Einkaufskosten einigermaßen decken können. Obwohl, nee, das sind die einzigen Gründe, warum das so schlecht aussieht. So, das wieder zurück. Alkohol mit rein. Dafür Steine mit, Holz mit. Ihr produziert alle selbst, die hier oben müssen es sich verdienen. Deswegen bekommen sie es als erstes. Das Lager von der Rinderfarm ist voll. Wir haben genügend Rinder, die da einfach so rumliegen. Wir brauchen jetzt also dringend die Fleischerei. Ach, meinetwegen, dann kauf Holz ein. Das soll mir egal sein. Oh, na. Lager wieder aufgefüllt. Wenn das so ist, können wir das hier hinbauen. Und der kümmert sich um den Rest. Du bist nicht mein Schiff. Du bist mein Schiff. Mein Haus, mein Boot, mein alles. Meine Insel. So, Einkauf von Holz können wir jetzt sein lassen. Steine kriegen wir nicht mehr rein. Und den Alkohol habt ihr jetzt auch genug. Wunderbar. Stoffe sind noch in Ordnung. Nahrungsmittel gehen schon wieder runter. Das ist doch nicht die Possibility. Woran mag das liegen? Können die das nicht schnell genug abholen oder... Ich verstehe es nicht. Ach. Naja, lasst sie machen, lasst sie machen. Die werden schon wissen, was sie tun. Einkauf von Werkzeugen kann jetzt auch wieder unterbunden werden. 420 Bewohner haben wir hier zurzeit. Wie sieht's hier aus? 350 Bewohner. Baut euch ruhig aus, ist mir egal. Solange ihr dafür die Materialien findet, soll mir das wirklich egal sein. Ja, im Moment läuft's, auch wenn die Piraten nicht ganz so nett sind. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Oh nein, bitte nicht jetzt. Wo ist die Feuerwehr? Wo ist die Feuerwehr? Da ist sie. Okay, gerettet, 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 gerettet. Nee, nicht zurückfahren, das da retten. Okay, abgebrannt. Ah. Das sind alles Materialien, die dabei draufgehen. Mach doch nie sowas mit mir. Nö. Geh weg. Ich meine, es ist zwar das kaputte Schiff, aber wir haben keine Kanonen. Ohne Kanonen wird das nichts. Das kaufe ich nicht mehr, das kaufe ich nicht mehr. Und die Kanonen können ruhig für 300... Na, für 400... Wir kaufen die für 500 das Stück. Wir sind so verrückt. Oh je, doch. Die Bilanz geht auch immer weiter runter. Und die Leute kommen nicht mit dem Holz hinterher. Sie kommen kaum mit Nahrungsmitteln hinterher. Was ist hier bloß los? Sollte ich vielleicht einen größeren Konto bauen? Damit er das schneller abholen kann.
glaube, ich mach's einfach mal. Hoffentlich hat es das gebracht. So, Steine sind wieder zurück. 2 Tonnen Holz haben wir noch drin. Ansonsten nicht mehr. Er ist jetzt gerade groß geworden. Das ist schön, das freut mich. Ja, je größer ein Kontor ist, desto mehr Leute laufen mit mal los, um die einzelnen Dinge abzuarbeiten. Also es ist ganz praktisch, wenn dann so 3 oder 4 Karrenschieber sind, anstatt einem. Und trotzdem möchte ich gerne Kanonen, die ich nicht bekomme. Und das finde ich gemein. Habe ich euch jetzt hier... Nein, habe ich nicht. Ich habe euch nicht erlaubt, euch weiterzuentwickeln. Und dabei sind wir doch so kurz vorm Ende, Mensch. Wir brauchen noch bloß 500 Leute auf jeder Insel. Das heißt, ich werde jetzt hier auch anfangen, auf das Ende zuzugehen. 1, 2, 3.